Guck mal, das hier, das ist ein portugiesischer Feuersalamander. Der bewegt sich ganz langsam. Hier sind überall diese Kröten und hier sind noch viel mehr diese Feuersalamander und sowas. Also diese portugiesischen, genau, der springt gegen meinen Wagen und hier ist irgendwie alles voll damit. Man muss ja extrem aufpassen, wo man hier rumrennt. Hier sind überall diese Viecher hier. Je näher wir zum Strand kommen, desto sandiger ist dieser Weg. Und guck mal, von diesen Fröschen hier, also von diesen Kröten, haben wir Minimum irgendwie 200, 300 Stück gesehen oder so. Und bestimmt 50 Feuersalamander oder so. Guck mal hier, wir sind so ungefähr 100, vielleicht 200 Meter vom Atlantik entfernt. Wir wollten eigentlich direkt am Atlantik pennen, aber weil wir dachten, dass vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel ein richtiger, heftiger Sturm dann plötzlich kommt, dann wäre das scheiße, dort zu pennen. Und deswegen pennen wir 100, vielleicht 200 Meter von Atlantik entfernt, weil hier ist so eine kleine Waldstelle. Genau, weil wir haben hier Bäume.